Jens Zemke, herzlichen Glückwunsch zum tollen Erfolg hier bei Eschborn Frankfurt. Es gewinnt heute Sam Bennett, der Rückkehrer ins Team, der lange Probleme hatte mit seinem Knie, Trainingsrückstand, kommt Schritt für Schritt nach vorne. Und dann gewinnt er ausgerechnet hier in Frankfurt den deutschen Radklassiker als ersten Sieg in der Saison. Was bedeutet das für euch als Mannschaft mit der Geschichte? Ja, ist schon sehr emotional. Vielleicht habe ich doch irgendwie so ein bisschen die richtigen Worte gefunden. Ich meine, ich habe mit Sam, ich denke mal, mit seine größten Erfolge gefeiert. Erste World-Tour-Sieg bei Paris-Nizza, drei Etappen hintereinander, Binc-Banc-Tour damals, beim Giro die Etappensiege plus das Malia. Und ja, jetzt nach der Rückkehr, das ist schon was sehr Emotionales, weil ich ihn halt auch vorher mit betreut habe. Unser erstes Rennen zusammen und ich war mir gestern schon sicher und habe gesagt, jetzt will ich auch als sportlicher Leiter zum dritten Mal hier gewinnen. Nach Degenkolb vor 11 Jahren, nach Pascal Ackermann und jetzt Sam. Also das ist schon eine Riesennummer und es freut mich für ihn riesig, weil er ja wirklich jetzt eine Durststrecke von über einem Jahr hatte, wo er keinen Sieg eingefahren hat. Und das für einen Sprinter ist das unwahrscheinlich hart. Ja? Auch jetzt mit dem Druck zur Tour de France zu gehen, er hat das grüne Trikot da schon gewonnen, war der Beste vor 2 Jahren und jetzt mit so einer Durststrecke. Aber bei einem Sprinter, ich hoffe mal, dass jetzt der Knoten geplatzt ist und dass da jetzt wieder einige Siege folgen werden. Vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, was das jetzt genau bedeuten kann, dass eben, es gab ja schon, er kommt wieder zurück, das sorgte für Gesprächsstoff. Dann die ersten Rennen liefen nicht so perfekt für ihn, weil er wahrscheinlich auch einfach noch Trainingsrückstand hatte. Also wie wichtig ist das jetzt für ihn, aber auch für euch als Team? Ihr baut einen neuen Sprintzug um ihn drumherum. Danny van Poppel war heute hier mit dabei. Was hat das für eine Bedeutung? Also die Mannschaft hat ja perfekt funktioniert. Also es wurde ihm ja wirklich auf dem Silbertablett präsentiert und er hat vollstreckt. Und das ist das Schönste, wenn jeder irgendwo seinen Teil dazu beigetragen hat. Und für Sam ist es natürlich super wichtig. Ein Sprinter, das sind Alpha-Menschen, die auch unwahrscheinlich ein Selbstvertrauen haben. Und wenn das leidet, wenn man nicht mehr an sich glaubt und nicht mehr sich sicher ist, Radrennen gewinnen zu können, dann nagt das am Selbstvertrauen. Und das hat er sich jetzt wieder erarbeitet, muss man wirklich sagen. Er ist durch ein tiefes Tal gestritten, auch mit Verletzungen und Selbstzweifeln. Aber bei den Sprintern ist es meistens, wenn dann der Knoten geplatzt ist, dann folgen eigentlich noch mehrere Siege. Und das sind wir auf einem sehr guten Weg. Kurz zum Sportlichen jetzt hier im Finale. Wie wichtig war es, dass man hat gesehen, in Ben Zwiehoff, der hier noch mit eingesprungen ist beim Rennen und nächste Woche beim Giro starten soll, ist hier im Finale noch von vorn gefahren. Wie wichtig war es, dass man gerade, wenn hier so ein großes Feld ankommt, noch so viele Leute dabei hat? Ja, ich habe immer noch über Funk gesagt, Jungs, versucht so lang wie möglich zu fahren, von vorne zu fahren. Hinten kam auch nochmal eine große Gruppe mit 30, 40 Mann. Da waren sicherlich auch noch schnelle Leute dabei oder auch wichtige Helfer. Ich sage, macht Tempo und so länger ihr das macht, Matteo Fabro, Ben Zwiehoff, umso länger können wir dann Marco Haller, Nils Pollitt schonen und dann zum Schluss mit Danny van Poppel den Sprint lancieren. Ganz am Anfang hat Jonas Koch einen Riesenjob gemacht, der kontrolliert hat. Also es hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Nun, Eschborn Frankfurt ist nun wirklich der wirklich letzte Klassiker. Ja, so. War das jetzt vielleicht auch gut, dass jetzt, gerade weil es, also was Vlasov, Higita und Co. machen, die Saison muss man nicht drüber diskutieren, das ist extrem gut. Aber gerade die Klassikerfraktion hat so gelitten. War das hier so der letzte Tag, der letzte Klassiker, der noch hinten dran hängt? War das vielleicht auch so ein irgendwie so was, was ihr vielleicht auch als Zeichen deuten könnt? Ja, ich habe heute Morgen bei der Ansprache im Bus habe ich gesagt, wie wichtig das Frankfurter Rennen ist. Wir haben in Deutschland haben wir nicht mehr viele Profi-Radrennen. Das sind 4 Eintagesrennen plus die Deutschlandrundfahrt. Und wir haben hier ein Live-Fernsehen über die komplette Renndistanz. Wir haben wahnsinnig viele Zuschauer heute gehabt. Und als einzige deutsche Profimannschaft steht man da in der Verantwortung. Habe ich gesagt, so wie ein Team Movistar in Spanien das macht, so machen wir das heute. Wir fahren von vorne und wir nehmen die Verantwortung an und haben einen klaren Plan und wollen den durchziehen. Und die Jungs haben es dann 1:1 umgesetzt. Das war das Schöne. Verrätst du uns doch, wie gefeiert wird? Ja, jetzt auf jeden Fall erstmal kurz im Bus. Aber ich denke mal, dass die Jungs alle gleich Flüge haben. Also von daher ist das auch schwer, da jetzt noch eine Feier zu inszenieren. Da guckt man dann doch schon auf den Giro. Ja, wir fliegen ja in 2 Tagen schon. Also Ben Zwiehoff und ich. Und die anderen Rennfahrer gehen jetzt erstmal nach Hause oder halt verschiedene andere Stationen. Danke.